Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute wollte ich euch mal erzählen, was ich auch schon vor längerer Zeit immer angekündigt hatte. Thema Grown. Ich war gerade 19 und ich habe da in Rammersdorf gewohnt, wo ich schon mal erzählt hatte, da geht man immer von der Salzburger Autobahn, wenn man da rauskommt. Und es war halt so, dass du da ein Dreiviertel den Tag Sonne raufgebrettert kriegst auf diese Seite von der Hauswand. Meine Mutter hat mir was erzählt, ein paar Jahre davor, da war ich so 17, 18, dass es in den Singperlen für Vögel, das ist so sind Leckerlis für Vögel, also nicht nur die normalen Vogelfutter, sondern die Leckerlis mit speziellen Kernchen drin und dass da Hanfsamen drin sind. Ja, und dann, wie es der Zufall wollte, habe ich es halt dann kurz danach einmal gesehen, wie so ein Hanfsamen ausschaut. Dann habe ich mir die da rausgepickt aus den Windperlen. Das war damals schon Faserhanf, aber halt keine Ahnung woher. Und habe die halt dann in Töpfe gepackt und in Rammersdorf da eine Fensterbank angepflanzt. Ja, ich habe es auch gegossen die ganze Zeit und sind auch schön gewachsen. Und irgendwann habe ich es dann mal vergessen. Komplett vergessen, dass die da stehen. Und habe mich wochenlang nicht mehr darauf konzentriert und auch gar nicht gelüftet, weil ich nie da war. Ich war halt immer unterwegs irgendwo mit den anderen oder mit Pernach meistens. Ja, und dann komme ich immer heim und es gab nichts zu kiffen, war schlecht drauf und man reißt so die Fenster auf und möchte lüften. Ja, dann stehen da die Pflanzen in voller Pracht. Hey, solche Top-Colas bei den Mädels und zwei Männlein, aber keine Samen, keine Luftbewegung und nichts mehr. Jetzt habe ich den ganzen Blütenstaub gesammelt von den Männlein, weil ich nicht wusste, was abgeht, und bei den Frauen, die habe ich mir halt abgeschnitten, alle miteinander in den Schrank gehängt. Und dann kommt halt der Thomas eines Tages mal nach der Arbeit zu mir. Der ist öfter vorbeikommen nachts, weil der war Koch, der hat in der Gastronomie gearbeitet. Und er ist bei mir vorbeikommen, also vom Absacker. Und dann zeige ich es ihm. Und er, das Arschloch, will mir erzählen, die weiblichen Blüten, die hätte er gerne, weil sind ja nur die großen Blätter interessant. Und ich denke, oh, da willst du mich verarschen oder was? Ich wusste damals schon, dass das ein Quatsch ist. Aber es war ja eh nur CBD-Gras und hatte keine Wirkung. Also überhaupt keine. Es hat nur ekelhaft geschmeckt, weil es halt echt grasgrün war. Ich habe keine Ahnung gehabt, man das trocknet und nichts. Ich habe es schnell trocknet im Schrank. Naja, der Depp hat sich halt den Blütenstamm von dem Männlein, weil er der Nasenbär. Er ist ja der Kokser gewesen, ja. Oder Spieler, da habe ich auch den Reinpfad gefahren. Für die Arbeit halt. Damit er funktioniert in der Arbeit. Das ist der Koks genommen. Ja, und genau so habe ich halt dann auch Speed kennengelernt von ihm. Der hat mir das verkauft mal. Ein Gramm. Ich glaube, ich habe damals 60 Mark gezahlt. Und das war schon so ein Rosenspeed, falls einer das kennt von euch. Rosa und riecht nach Rosen. Und da habe ich dann zwei Nasen genommen und die ganze Nacht über einen Schrank auseinandergenommen, ohne Werkzeug, weil ich gar kein Werkzeug hatte. Und die Einzelteile des zerlegten Schrankes habe ich dann vom vierten Stock über die Treppe runter in den Keller gebracht, da wo der Müllraum war. Da konnte man die Sachen immer entsorgen und da habe ich das dann in die ganzen Mülldinger da reingeschmissen. Da bin ich ja bestimmt zwei Stunden ständig die Treppe rauf und runter im Dauerlauf. Und das hat mir nichts ausgemacht, weil ich so krass auf Speed war. Ja. In dem Haus waren krasse Sachen da passiert. Ich habe da den Punky kennengelernt, der Punky. Und er hat schräg gegenüber gewohnt, der hat Hasch verkauft, ich habe Hasch verkauft, mir gegenüber hat mal einer gewohnt, der hat es mal bei ihm gekauft, mal bei mir gekauft. Zwei Stockwerke tiefer haben zwei Typen gewohnt, die Hasch verkauft haben. Später ist noch der Harold, von dem ich schon mal erzählt habe, in das Haus, und seine Freundin ist da eingezogen. Da hat der auch da drin gewohnt und hat von da aus verkauft. Also da in dem Haus, das war echt ein Paradies für Dealer. Da gab es alles Mögliche. Ich habe da mal bei einem Hasch gekauft, das war Afghane. Das sah aber aus wie ganz heller Sand und das waren Pollen. Das war in den 80er Jahre alt, Keine Sau kennt Pollen.
Also damals, kein Schwanz kannte das. Das hast du in der Hand, musst du jetzt reinspucken, in dem das Pulverhäufchen und dann erst mal reiben. Und dann hat es so extrem nach den Afghanen gestunken, dass alles zu spät war. Ey, meinst du, ich hätte das jemals wieder gekriegt? Das hatte nur dieser eine Typ da und da hat er auch nur begrenzte Menge und sagt, das wird es nie wieder geben und bla. Und wir sollen jetzt so rumasen, weil wir haben es uns halt jeden Tag reingeschossen. Aber das war halt schon der Hammer. Das Zeug war so gut, aber auch wenig, weil es hat ausgeschossen, so einen Haufen, da hast du eine ganze kleine Kugel rausgekriegt. Und da war es einmal in der Pierlach, da hat jemand gefragt, ob ich was besorgen kann. Ich sagte, ja, schon, aber ich muss halt fahren mit der U-Bahn, ich muss erst nach Rammersdorf, dann ein Stück gehen, das kaufen, wieder zurück. Das dauert mindestens eine Stunde, wenn nicht eineinhalb. Dann muss ja auch da bei dem Typ mal ein bisschen bleiben. Dann hat er gesagt, okay, mach, dann gibt mir halt 50 Mark mit und ich fahre dahin, kaufe das. Das Pulver hat für mich selber 29er geholt, komme dann zurück und dann war ich natürlich schon zu Wiesau, knallrote Arme und ja, du hast uns beschissen, was ist das? Nach dem Pressen, ich war so ein kleines Kügelchen, so, ey, Alter, rauchst halt erst einmal, bevor du dich aufregst, aber nimm doch ein Drittel davon. Und wir sind zu viert, ey, Alter, hör auf mich. Und hat das auch gemacht, gell? Eine kleine Wurst gemacht, eine ganze Mini-Wurst, viel Tabak kam es rein, aber gut, dann hat es für alle gereicht. Und dann haben wir quasi 20 Minuten nach dem Joint ausdrücken. Hey. Und dann kam der auch mit der Hand. Und dann hey, Entschuldigung, dass ich so ausgeflippt bin, hey, aber das sah wirklich zu wenig aus. Und, blablabla. Und dann konnte ich in Ruhe erst erklären, was das überhaupt ist. Und warum das 15 Mark das Gramm kostet. Allerdings war das niemals wirklich diese Menge. Der andere hat schon über den Tisch gezogen mit dem Pollen, weil der halt recht viel aussah. Aber die Wirkung hat alles wieder weggemacht. Ja, wenn du schaust, der hat sich jetzt da dreimal so einen Joint bauen können für vier Leute und hat einen Fuffi hinten. Das hätte er mit der Platte auch nicht anders können. Oder mit dem Eiermarok oder egal was. Und da hat es bei dem nochmal einen Klick gemacht. Das war dann einer von den ersten. Und keiner Sören, damals dann bei mir einkauft haben, und gesagt haben, hey, Alter, wenn du mir was ganz Gutes hast, egal was kostet, dann rührst dich bei mir, dann reden wir drüber. Weil es gab halt schon immer feine Sachen, die ein bisschen mehr kostet haben, als wie dieses normale Zeug. Ja. Und dass so viel gestreckter Scheiß unterwegs ist, auch heute noch unterwegs ist, das verstehe ich sowieso nicht. Niemand ist gezwungen, dieses Zeug da zu kaufen, heutzutage, wo es überall angebaut wird, wo die Leute selber anbauen, teilweise. Wo man es von ein bisschen Anstrengung von einem Menschen kriegt, der es selber anbaut hat, und da weißt du, der hat nichts reingestreckt. Weißt du? Aber naja, die Regierung hält es in der Hand mit einem regulierten Abgabe. Oder mit Resonanzahlen reguliert und so weiter und so fort. Könnt ihr mal alles machen. Ne? Also Leute, wenn es euch gefällt, was ich so zum Erzählen habe, Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten, dann aber in die Kommentare, warum. Würde mich dann schon interessieren. Würde mich ja auch verbessern. Gell? Über Kommentare würde ich mich sowieso freuen. Und ja, lasst mir noch ein Abo da. Bis dahin, peace out.